Zack. Da habe ich jetzt mal aufgenommen. Hier, ja, ist wieder euer Keanu. Und wer ist noch da? Ich, Dio. Wir sind dezent genervt gerade. Von den schlechten Internetleitungen unserer Mitspieler. Mhm. Ja, willst du dazu was sagen? Also, wir hatten ja gerade eben, die Aufnahme gibt es ja nicht mehr, einen Kampf gegen Deathborn 2048 und Zorro. Und der Kampf war, sagen wir mal, auf der Kippe gestanden, hin und her. Aber das Problem war einfach, dass der Kampf so ab dem Dreiviertel abgebrochen ist und sich herausgestellt hat, dass es Jan aus dem Spiel geworfen hat, also Deathborn. Deswegen waren wir schon mal genervt, weil das schon x-mal passiert ist und das einen gescheiten Kampf unmöglich macht, wenn wir jedes Mal die Pokémon neu wählen müssen. Daraufhin haben wir uns jetzt überlegt, was wir machen können. Und wir sagen die Anmeldung für die Kämpfe ab. Tut mir leid. Aber jedes Mal, wenn wir vorhaben, gegen jemanden zu kämpfen, gibt es Internetabbrüche, meistens immer auf der Stelle unserer Herausforderer. Bei mir bricht das Internet so gut wie nie ab, weil rühre alle 2 bis 3 Stunden, aber wir sind irgendwie in der Lage, das abzutimen. Wir wissen ungefähr, wann das passiert. Richtig. Und für die, die jetzt natürlich noch in der Warteschleife standen und sich jetzt denken, ja toll, wegen anderen komme ich jetzt nicht zum Zug, bevor ihr uns flamet und hatet und so, lasst mich erstmal aussprechen. Es gibt nämlich noch eine kleine Rettungslinie für euch, Leutchen. Das sollte eigentlich im Part, also im vorigen Kampf erwähnt worden sein, und zwar haben wir uns überlegt, dass wir etwa ab 7 Uhr in Keanus Quakenet Website, ISC Quake, irgendwie, keine Ahnung, Chat auf jeden Fall. Link gibt's dann in der Beschreibung. Da werden wir gucken, dass wir vielleicht immer wieder mal ab 7 dort sind. Also Keanu vielleicht täglich, ich muss schauen, wie es bei mir zeitlich ist. Dann könnt ihr euch gerne einem Einzelnen, im Doppel, im Multi, im was auch immer mit uns auf die Fresse hauen. Und wenn ein paar vernünftige Kämpfe dabei zustande kommen, die nicht abschmieren, weil meistens bei mir nicht gerade am Aufnehmen sind, laufen ein paar gescheite Kämpfe, tun wir die natürlich speichern und können sie dann über Keanus Capture Card quasi aufnehmen und mitkommentieren. Also, wenn ein gescheiter Kampf bei rauskommt, ist es zwar nicht mehr live, dann müssen wir halt ein bisschen schneller sprechen, aber das erspart euch auch die Wartezeit zwischen den Zügen und ihr bekommt trotzdem einen Auftritt. Also, ja. Ja, wie gesagt, es werden keine Herausforderungen mehr angenommen. Das tut mir wirklich sehr leid. Wie viele Kämpfe haben wir geschafft zu machen? 5, ich glaube 5 Parts haben wir nur davon geschafft. Und da müssen wir schon wieder abbrechen. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Ja, deswegen haben wir halt immer überlegt, dass wir jetzt auf eine alternative Schiene verlegen, weil wir auch denen, die noch kämpfen wollen, nicht die Chance nehmen wollen. Und es halt stattdessen in einen Battle Royale Feast zu verwandeln, mit dem wir uns halt alle in dem Chat auf die Nase hauen dürfen. Mhm. Wo halt einfach gekämpft wird, wann Zeit ist und wann jemand da ist und Lust hat. Damit ist, glaube ich, auch allen gedient. Ja, so bin ich auch nicht mehr ganz so hinterher, mir EVDV zu trainieren. Da war ich nämlich tagelang nur hinterher, wegen halt dem Programm, sage ich schon, wegen dem Projekt. Nun, ich finde es wirklich sehr, sehr schade, aber ich möchte das nicht mehr mitmachen. Wir setzen uns da meistens dann eine Stunde vorher hin, schreiben die an, müssen dann, wenn wir Pech haben, 1,5 Stunden auf die Leute warten, bis die Nachricht lesen und sich dann im Chat versammeln. Das nimmt uns so viel Zeit weg, die wir anderweitig rumkriegen könnten. Das ist wirklich zu übel. Also. Mhm. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ihr habt Verständnis. Hoffe ich doch auch mal. Na, ich meine, das geht ja auch anderen Leuten so, die das machen. Und weiß nicht, ob die eine 17K-Leitung haben oder was auch immer viel ist, aber wir kämpfen eben mit dem Nötigsten und mit unseren technischen Schwierigkeiten und eben auch mit den Verspätungen unserer Gegenspieler. Also wir tun nicht den Kopf anziehen, sondern wir tun das Möglichste für euch und hoffentlich mit euch, also reißt uns nicht den Kopf runter, aber wir müssen uns auch irgendwas zurechtbiegen, mit dem wir arbeiten können. Ich habe auch schon x Kommentare gelesen, wo es heißt, ach nö, ist die Verbindung jetzt schon wieder runtergegangen, war so ein spannender Kampf, Mann ey. Also, das tut mir wirklich leid. Für alle. Müssen wir es halt künftig so machen, wie angekündigt. Im Endeffekt ist es das gleiche, aber ihr habt nicht mehr den Anmeldestress und müsst warten, bis ihr dran seid. Wir haben nicht mehr den Stress, dass wir zu einer bestimmten Zeit da sein müssen. Und, ja, Prügeleien sind trotzdem drin.
wenn in so einer Prügelei mal das Netz abstürzt, dann ist es nicht das Ende der Welt, dann wechselt man, prügelt sich nochmal, dann kann man ja die Aufnahme mitspeichern und solange Keanu oder ich eine Aufnahme haben, kann ich sie ihm per Code schicken oder ja, dann kann ich sie per Code ihm schicken und er kann es dann eben mit mir zusammen mitschneiden oder von mir, weil ihr seht ja auf meinem Channel, seht ihr auch ja Kämpfe, die ich bestreite, dank Keanus Hilfe in besserer Qualität. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir das Ganze jetzt erden, sondern wir tun es einfach ein bisschen auf eine andere Schiene legen, damit jeder noch was davon hat. Etwas abschwächen, sagen wir es mal so. Nicht mehr so planungstechnisch, sondern einfach spontane Prügeleien ab 7 Uhr. Das kommt nochmal in die Beschreibung rein und dann sind, glaube ich, alle auch relativ glücklich damit. Zumindest hoffe ich das. Den letzten Part, den wir aufgenommen haben, den stelle ich aber natürlich hier noch hoch. Der wird aber wahrscheinlich nach diesem Video kommen, da ich dieses wahrscheinlich in ein paar Minuten noch hochstellen werde heute. Heute haben wir den 9.12. Ihr werdet ja sehen, wann dieses Video hochkommt. Der letzte Part, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich 5 oder 6 ist. Keine Ahnung. Nee, es müsste Part 5 sein. Der kommt dann am 10. hoch. Also, dementsprechend könnt ihr euch das zeitliche ausrechnen, wie wir das machen. Also ab Part 5 keine Anmeldung mehr. Tut mir leid, Leute. Tut mir wirklich leid. Kann man leider das regeln, weil sonst kriegen wir hier einen Anfang. Ja, sonst liegen uns irgendwann die Nerven blank. Wir waren ja teilweise auch schon so genervt, wenn wir gesehen haben, hat man ja auch in den Videos gehört. Naja, Gott. Dann würde ich ja mal sagen, traurig, aber wahr, wir müssen das Projekt nach so kurzer Zeit schon wieder abbrechen. Wir haben uns so drauf gefreut. Das wäre auch richtig lustig geworden. Mhm. Thumbnails wird es dann aber auch nicht mehr geben. Dass ja alles spontan Sachen sind. Jedenfalls nicht von mir. Von mir schon. Es ist halt auch ein kleines bisschen Aufwand, aber wenn der Kampf richtig gut war und spannend war, dann schaue ich auch noch, dass ich die Thumbnails ein bisschen zusammenbastel. Ne, ich mache meine Thumbnails per Projekt immer. Also einzelne Videos bekommen dann keine. Naja, gut, dann würde ich einfach mal sagen, das war euer Keanu und... Rio Hayato. Bis irgendwann einmal. Ciao. Man sieht sich.